Galicien ist eine Gegend in Spanien, die aufgrund ihres Klimas und der niedrigen Immobilienpreise immer mehr in den Fokus von Investoren oder von Menschen rückt, die nach Spanien auswandern wollen. Heute stelle ich dir ein besonders schönes Städtchen vor und gebe dir einen Einblick in das Immobilienangebot. Es geht um die Stadt Betanzos. Sie liegt in der Nähe der großen Stadt A Coruña, 15 bis 20 Minuten mit dem Auto weg, in der Nähe beider Flughäfen Coruña und Santiago de Compostela, und die Strände gibt es schon ab 10 Minuten Autofahrt. Einige Eckdaten zu dieser Stadt. Zum einen der historische Charme. Betanzos hat eine gut erhaltene Altstadt mit traditioneller galizischer Architektur und engen gepflasterten Straßen. Dann das kulturelle Erbe dieser Stadt. Die größte Attraktion ist nämlich die gut erhaltene mittelalterliche Altstadt mit alten Kirchen, schönen Plätzen und Häusern, die zu den sehenswertesten in Galizien zählen. Außerdem ist Natur in unmittelbarer Umgebung zu haben, nämlich Betanzos liegt inmitten einer schönen natürlichen Umgebung. Die Stadt wird vom Fluss Mandeo durchquert und ist von grünen Landschaften und Wäldern umgeben. Es gibt somit auch Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Angeln in der Nähe. Die Küste ist auch nicht weit entfernt, so dass man schnell zu den Stränden gelangen kann. Dann das Gemeinschaftsgefühl in Betanzos. Denn Betanzos ist eine relativ kleine Stadt, in der ein starkes Gemeinschaftsgefühl herrscht. Die Einwohner sind freundlich und herzlich, was das Leben angenehm und gerade auch für Neuen sehr erträglich macht. Es gibt nämlich auch verschiedene lokale Vereine und Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann, um neue Leute kennenzulernen und sich in die Gemeinschaft zu integrieren. Die Gastronomie. Die galizische Küche ist bekannt für ihre Qualität und Vielfalt, und Betanzos ist keine Ausnahme. Bei dem Streifzug durch Betanzos fallen die gemütlichen Bars auf. Die Stadt ist besonders für ihre Tortilla mit einer speziellen Kartoffelsorte in der Gegend berühmt. Gleich zeige ich dir Beispiele von Immobilienprojekten, die aktuell in Betanzos angeboten werden. Hier sind ein paar aktuelle Projektbeispiele, was man in Betanzos erwarten kann. Nochmal hier zur Orientierung: Wo befindet sich Betanzos? Nämlich hier ist A Coruña, Großstadt Coruña, und hier, da wo dieser Pfeil ist. Ja. Und das hier ist eben die Altstadt, der Altstadtkern von Betanzos. Jetzt schauen wir, das erste Projekt wäre hier oben, Entschuldigung, hier in der Rua Cerca 7. Hier handelt es sich um vier Stockwerke, a 126 Quadratmeter in der Altstadt, am Eingang des Camino de Santiago, circa 50 Meter von dem Fluss Mandeo entfernt. Es ist restaurationsbedürftig, und folgende Projektmöglichkeit bietet sich: Nämlich könnte man daraus drei Wohnungen machen, zweimal 100 Quadratmeter, einmal ein Duplex mit 140 Quadratmeter und eine gewerbliche Einheit, zum Beispiel ein Café mit dem Souvenirladen. Kostenschätzung hier 160.000 Euro Kaufpreis, Renovierungskosten circa 350.000, und später wären 2.800 Euro Mieteinnahmen pro Monat erzielbar, sodass wir hier bei diesen Zahlen bei einer Rendite von 6,6% wären. Das zweite Projekt ist auch hier wieder das komplette Gebäude. Und zwar sind es hier dreimal 190 Quadratmeter große Wohnungen, auch in der in der Altstadt gelegen, sehr zentral hinter dem Rathaus. Da hat wohl die Renovierung schon begonnen. Hervorzuheben ist hier, dass es sehr viele Fenster gibt, wie man gut sehen kann, was natürlich nochmal vom Preis her mit eingepreist werden muss, weil da sollte man dann schon auch nicht an den Fenstern sparen, und die sollen dann auch gute Fenster sein. Mögliche Projektmöglichkeit, die sich hier bietet, ist es, dass man hier ein Co-Housing macht mit 10 Einheiten, a 40 Quadratmeter, und Gemeinschaftsräume und ein Lokal für Pflege, die sich in ganz Betanzos um die Pflege von älteren Menschen kümmern würde. Das ist so eine Projektmöglichkeit, die die Firma vor Ort
so eingeschätzt hat in dieser Gegend. Da geht es um den Kaufpreis von 140.000 Euro, circa 500.000 Restaurierung, also die Restaurierung, weil begonnen wurde ja schon, und möglich erzielbare Mieteinnahmen 3.500 am Schluss. Das sind dann, sind wir hier bei einer Rendite von 6,6%, ja, wenn sich das hier so erfüllt wie unten, wie es hier kalkuliert. Das nächste wäre, wären zwei Wohnungen, a 100 Quadratmeter, ebenfalls in der Altstadt gelegen, sehr zentral, mit Blick auf den Fluss. Und hier haben wir einen guten Zustand, wäre sogar schon einzugsfertig. Gegebenenfalls müsst du noch eine leichte Renovierung oder eine Aktualisierung vornehmen. Ja, also dass man sich hier vielleicht den Boden, je nachdem was es für ein Boden ist, dass man den Boden hier, wenn es Parkett tatsächlich sein soll, dass man den abschleift zum Beispiel oder die Fenster gegebenenfalls erneuert, müsste man dann in dem einzelnen Fall sich angucken. Aber hier hätte man die Möglichkeit, dass man eben da weiterhin diese zwei Wohnungen a 100 Quadratmeter beibehält. Der Kaufpreis wäre für jede Wohnung 80.000 Euro. Circa 20.000 Euro insgesamt an Renovierungskosten müsste man noch einplanen und später könnte man pro Monat 1.000 Euro Mieteinnahmen erzielen, sodass wir hier bei einer erwarteten Rendite von 6,7% wären. Weiteres Projekt oder Objekt in dem Fall sind es drei Wohnungen, a 38 Quadratmeter groß bzw. klein in der Altstadt, auch hier zentrale Lage. Diese Wohnungen wären einzugsfertig, gegebenenfalls müssten kleine Renovierungen vorgenommen werden. Man hat hier wohl auch eine Möglichkeit, eine Dachterrasse noch zu schaffen. Und natürlich kann man es auch komplett sanieren, eine Kernsanierung machen. Ja? Aber theoretisch wäre es so, wie es aktuell ist, mit gegebenenfalls leichten Renovierungen vermietbar. Hier ist der Kaufpreis 70.000 Euro. Wenn man ungefähr 10.000 Euro an Renovierung noch mit einberechnet und später 400 Euro Mieteinnahmen im Monat erzielen kann, wären wir hier bei 6%. Genau, das war jetzt ein Auszug aus den verschiedenen Projekten, die aktuellen in Betanzos zur Verfügung stehen. Hier also bei Bestandsimmobilien, hier gibt es noch ein Projekt bei Neubau. Hier gibt es die Möglichkeit, dass man mehrere Häuser, die aktuell da noch stehen, abreißt, oder eben restauriert, ja, und dann 5 × 500 Quadratmeter Fläche hat man hier wohl zur Verfügung zwischen Stadtmauer und Rio Mendo. Wie gesagt, es sind mehrere Häuser, die man abreißen kann oder restaurieren kann. Und die Projektmöglichkeit, die sich hier bietet, wäre, dass man Neubau macht, und zwar von 20 Wohnungen auf ca. 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Hier wäre eine Investition von ca. 2 Millionen Euro notwendig. Später wären zwischen 6.000 und 8.000 Euro Mieteinnahmen im Monat erzielbar. Mit einer Rendite in dem Fall von 4,2%. Also auch das wäre möglich, dass man sagt, man macht hier, nimmt keine Bestandsimmobilie, sondern macht tatsächlich einen Neubau. Genau, das waren jetzt einige Beispiele, die diese Firma in Betanzos anbietet. Insgesamt gibt es wohl über 100 Häuser und Wohnungen, die verfügbar wären in der Altstadt. Und es gibt hier tatsächlich Projekte, beginnend von 50.000 Euro bis hin zu 2 Millionen Euro. Wohnhäuser, Wohnungen, Ladenlokale, Hotels, Co-Housing etc. Also hier ist wohl wirklich eine Fülle an Möglichkeiten geboten. Und Betanzos, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist natürlich von seiner Lage auch sehr interessant. Gute Verbindung eben zu den Großstädten wie A Coruña, Santiago de Compostela. Auch die Städte, Strände und Berge sind in der Nähe, sodass für jeden etwas geboten ist. Diese Beispiele wurden mir von einer Firma zur Verfügung gestellt, die für dich in Betanzos eine passende Immobilie finden könnte. Und sie übernehmen außerdem auch bei Bedarf die Renovierung für dich. Ich hatte mit dieser Firma letzter Zeit häufiger zu tun und war sehr zufrieden mit ihrer Arbeit, die sie nämlich für meine Kunden geleistet haben. Weshalb ich sie dir natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Wenn du Näheres wissen möchtest, melde dich bei mir per E-Mail und ich stelle den Kontakt her.